Tobi, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für die Einladung. Du bist jetzt bei unserem neuen Format 2 aus 3. Und da geht es darum, dass wir dir jeweils drei Auswahlmöglichkeiten geben. Und eine davon musst du rausstreichen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an Gerne. und dann erklärt sich das relativ einfach von selber. Die Situation ist Freistoß in der 90. Spielminute, richtig gute Position. Ja. Und du kannst entscheiden. Schießen tun entweder Marc Schnatterer, du oder Maxi Wittek. Streiche ich ganz klar den Wittek raus. Gibt es dafür einen Grund? Ja, also zur vierter Zeit hat er gerne mal die Wolken abgeschossen. Maximilian Wittek! Und das ist das 1:0 und was für eins! Deswegen, ja, lasse ich da Schnatti um mich stehen. Ja, okay, das ist schon mal eine erste schnelle und gute Antwort. Sehr gut, aber das heißt jetzt auch, das System hast du ja eigentlich verstanden, Ja, oder? das war relativ simpel, ja. Ich Sehr denke, gut, dass. okay. Damit kommst du klar, ne? Da, das kriege ich hin, so gerade noch. Sehr gut, dann machen wir mal mit dem zweiten weiter. Also, die Frage ist, gegen wen von diesen drei Spielern würdest du nicht spielen wollen? Das sind Spieler von uns, aber mit ihrer Form bei einem damaligen Verein. Okay. Entweder Tim Kleindienst bei Cottbus, Robert Leipertz bei Ingolstadt oder Oliver Hüsing bei Hansa Rostock. Ich nehme den Tim, weil dann die Chance höher ist, dass wir kein Gegentor kriegen. Clever, Ja, das zeichnet dich aus und das zeigst du ja auch hier wieder. Das ist eine gute Entscheidung. Wobei man ja sagen muss, dass Tim damals bei Cottbus auch schon richtig gut unterwegs war. das stimmt, deswegen ich habe zwischen Leipi und Tim abgewogen, habe mich dann für Tim entschieden. Bei Hüse warst du dir so sicher. Ne, den brauche ich ja hinten, dass er die anderen aufhält. Deswegen. Das stimmt natürlich. Das nächste ist auch relativ interessant. Es hätte natürlich auch sein können, dass du bei Alemannia Aachen bleibst, dass du vielleicht gar kein Fußballprofi wirst. Und ich habe mal ein bisschen recherchiert und habe mir sagen lassen, du wärst gerne Gymnasiallehrer geworden Korrekt. in Sportlatein und Niederländisch. Korrekt. Und jetzt ist natürlich die Frage, was wäre passiert, wenn du nicht Fußballprofi geworden wärst? Gymnasiallehrer, Koch? Oder, das ist natürlich meine Lieblingsvariante, Teil des FCH Medienteams. Das. Süß! Ja, die Antwort wurde jetzt aus dem Publikum gegeben. Nee, also ich glaube, da hätte ich mich dann tatsächlich für das FCA Medienteam entschieden, weil ich in die Richtung gar nicht gedacht habe. Und ja, wahrscheinlich auch, sage ich mal, wenn ich mir das Ganze überlegt hätte, gar nicht auf die Idee kommen, wäre irgendwie mal bei einem Profiklub in irgendeiner Art und Weise unterzukommen. Genau. Also da würde ich dann tatsächlich das Medienteam ausschließen. Man muss ja auch sagen, Koch habe ich jetzt nirgendwo gelesen. Ich habe mir nur sagen lassen, du kochst ja privat auch sehr gerne. Ja. Wie bist du da unterwegs zu Hause? Was möchtest du da jetzt hören? Also, Eigenlob stinkt, nee, aber ich denke, meine Frau ist zufrieden. Und ich denke, das ist das größte Lob, was man haben kann. Deswegen, ich habe bisher noch keinen gehabt, der gesagt hat, den Schmutz, den esse ich nicht, sondern das hat bisher immer allen geschmeckt. Nice. Ja, dann hattest du ja immer sehr höfliche Gäste, muss man auch sagen, ne? Wahrscheinlich, ja. Ja. Machen wir mal weiter mit der nächsten Frage, beziehungsweise mit der nächsten Auswahl. Wir spielen im DFB-Pokal, K.O.-Phase, richtig, richtig wichtiges Spiel. Und du hast drei Gegner, einen davon darfst du natürlich, wie gerade eben, auch schon wegstreichen. Gegen wen möchtest du nicht spielen? Greuther Fürth, Aachen oder, das ist mein Highlight, persönlich, Borussia Brandt. Oh. Oh, das ist echt schwierig. Da ich persönlich in meinen 4 Jahren viermal gescheitert bin und leider eine sehr, sehr miese Bilanz habe, würde ich dann eventuell Greuther Fürth rausstreichen, weil dann die Chance mit den anderen beiden. Es ist Pokal, aber die Chance realistisch gesehen ist höher als gegen Fürth. Jetzt mal ganz kurz unabhängig von der Challenge hier.
mal so ein Pokalspiel gegen den Jugendverein Borussia Brandt. Ich meine, ist wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich, dass das mal vorkommen könnte, aber wäre doch schon eine schöne Sache. Absolut. Also sowohl gegen Brandt als auch gegen Aachen wäre wär tatsächlich ein Traum. So ein bisschen natürlich auch, weil man auch zeitgleich natürlich in die Heimat fährt. Und ja, es wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön, ja. Da muss man ja auch sagen, Borussia Brandt und du, das steht nicht nur alleine da, da ist ja auch Familie bei dir so ein bisschen mit drin. Und das führt mich zu meiner nächsten Auswahlmöglichkeit. Okay. Ich denke, dass schon jeder Fußballer von sich selber behaupten würde, dass er ein bisschen Fußballverstand hat. Und in manchen Familien gibt es dann natürlich auch öfters mal über gewisse Themen Diskussionen. Mhm. Aber eine Frage stellt sich natürlich, am meisten Fußballverstand in der Familie. Und wieder ist natürlich die Aufgabe, einen rauszustreichen. Aha. Jürgen Mohr, Tobias Mohr oder Niklas Mohr? Ja, ich streiche den Niklas raus. Das hört er dann aber wahrscheinlich nicht gerne, oder? Wahrscheinlich nicht, aber es ist mir jetzt relativ egal. Tatsächlich so wenig Ahnung oder die anderen eher so viel? Ich würde dann eher sagen, die anderen natürlich so viel, ist ja klar. Hast du den nochmal gut aus der Affäre gezogen? Fair Play von dir dann auch, da wird er sich sicherlich sehr freuen. Ja, sicher. Kommen wir mal zur letzten Auswahlmöglichkeit. Gut, nun wissen wir ja alle, dass du Tobias Mohr heißt, das ist ja klar. Und der ein oder andere nennt dich ja auch Tobi, aber ich habe mal ein bisschen mich umgehört und bin da auf drei Namen gestoßen. Jetzt bin ich gespannt. Also ich hätte zur Auswahl der Schotte, der Ire oder mein Highlight von Beton, Dieter Jarosch, der Rotfuchs. Du hast dich wahrscheinlich nur mit Beton unterhalten, weil so nennt tatsächlich nur er mich. Also den letzten habe ich noch nie gehört, Schotte und Ire schon öfter. Aber dann nehme ich ganz klar den Rotfuchs raus, weil... Also, ich wüsste jetzt auch nicht mal, warum. Gib uns vielleicht mal ganz kurz die Hintergeschichte zu der Schotte und der Ire. Das ist ja relativ ähnlich. Ja. Wie ist es dazu gekommen? Ja, ich denke, das ist relativ leicht erklärt. Meine Haut hat ein bisschen Probleme mit der Sonne und mein Bart ist halt leicht rötlich. Dementsprechend kam dann relativ schnell die kleine Auswahlmöglichkeit zustande, ja. Und wo wir gerade über Dieter gesprochen haben, er hat mir tatsächlich gesagt, du hättest gesagt, der Spitzname ist der Schotte. Wieso denkst du, hat er dann gesagt, der Ire? Gibt es da überhaupt irgendeinen Unterschied? Ich weiß es nicht. Eben im Training hat er auch gesagt, ja, der Schotte und dann im gleichen Satz fiel der Ire. Also da müsstest du wahrscheinlich ihn fragen, wie er das dann definieren möchte. Leider Gottes muss ich auch sagen, dass wir jetzt am Ende unserer Fragen angekommen sind. Ging schnell. Denkst du hast dich gut geschlagen? Ja, das werde ich dann später, wenn es online ist, erfahren bei der einen oder anderen Nachricht, aber es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Gut, sehr schön. Also 2 aus 3, die erste Ausgabe mit Tobias Mohr. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Dankeschön. Hat Spaß gemacht.